Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne zwei Taschenmesser und ein Sommelier vorstellen von Lagiol & Obrac. Dieses Mal kein Lagiol und kein Tiermesser, sondern eigenständige, richtig außergewöhnliche designte Messer als Hommage an das Schiff aus dem Oceanliner SS France, das 1960 in Dienst gestellt war, und damals war es das längste Oceanliner der Welt, welches jemals gebaut wurde. Aber dazu, zu der Geschichte von SS France, kommen wir gleich. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Bilder von dieser wunderschönen Stücke an. Bevor wir uns diesen wirklich wunderschönen Stücken von Lagiol & Obrac widmen, möchte ich ganz kurz etwas zu dem wunderschönen Schiff SS France erzählen. 1960 wurde es in Dienst gestellt und damals wurde es speziell entwickelt für den transatlantischen Linienverkehr zwischen Frankreich und den USA, speziell New York, entwickelt. Er sollte ein richtig schöner Luxusliner mit mehreren Klassen sein und die Menschen entsprechend bequem nach Amerika hin und zurück transportieren. Es war damals also für 44 Jahre bis zu Queen Mary II war es das längste Oceanliner der Welt und es sollte auch das letzte sein, das für diese Zwecke gebaut wurde. Denn mit der Zeit wurden die Flugzeuge immer wichtiger. Die Menschen wollten schnell von A nach B, vor allem über den Atlantik, fliegen oder ankommen. Und aus diesem Grund hat die französische Regierung auch entsprechend mehr Geld in die Entwicklung von Flugzeugen gesteckt. Zum Beispiel damals in Concorde. Und so wurde dieser Bereich gar nicht mehr subventioniert. Bis ungefähr in den Enden der 70er Jahren, da wurde es einfach das SS France stillgelegt und ja, sollte einfach ausgestellt werden. Es gab schon bereits Investoren, die das Schiff einfach als Sehenswürdigkeit aufstellen wollten in Amerika. Dann aber kam die Firma NCL, das war aus Norwegen, und hat einfach das Schiff gekauft und 1979 ganz schnell zu einem Kreuzfahrtschiff umgebaut. Damals haben die Norweger schon schnell erkannt, dass das die Zukunft sein soll. Und zu dem gleichen Preis für diesen Umbau hätte man auch ein neues Schiff kaufen müssen oder kaufen können. Nur das hätte dann 1 bis 2 Jahre länger gedauert. Insofern haben sich die Norweger entschieden, lieber dieses bestehende Schiff umzubauen für eine gigantische Summe damals, und wurde dann entsprechend in Dienst gestellt als Kreuzfahrtschiff, welches genauso erfolgreich seine Fahrten absolvierte wie zu seiner Zeit als Oceanliner. 2008 war es aber dann soweit, das Schiff wurde dann verschrottet. Übrigens, als Oceanliner war es wichtig, dass es schnell ist. Das hatte damals 32 Knoten und die maximale Geschwindigkeit und verbrauchte 800 Tonnen Kohle pro Tag. Als es umgebaut wurde zum Kreuzfahrtschiff, war die Geschwindigkeit nicht mehr wichtig, sondern der Preis pro Tag, die normalen Kosten, und es wurden bestimmte Teile des Motors stillgelegt, so dass man nur noch mit 18 Knoten vorangekommen ist, aber dafür hat es auch nur 200 Tonnen pro Tag verbraucht. Ja, so viel zu dem Schiff, und Lagiol & Obrac hat es ja immer wieder
geschafft, aus solchen besonderen symbolischen Gegenständen eine eigene Designlinie für Messer zu machen. Zum Beispiel von der berühmten Brücke in San Francisco, von dem Golden Gate Bridge. Da haben die einfach ein Stückchen gekauft von dem Metall und haben daraus eine Golden Gate Edition gemacht mit einem eigenständigen Design und sowohl als Taschenmesser auch als Sommelier. Und das sieht wirklich ganz fantastisch aus. Genauso wie auch ein Messer als Porsche Design. Das heißt also, es wurde ein Porsche gekauft, ein 911er, und daraus wurden entsprechend Teile genommen und in ein Messer verbaut. Und auch dieses Taschenmesser hat ein eigenständiges Design, genauso wie dieser jetzt die SS Frost Edition. Aber schauen wir uns mal die Taschenmesser kurz aus der Nähe an. Übrigens, das Taschenmesser oder alle Produkte, sowohl Sommelier als auch das Taschenmesser, kommen sehr, sehr schön verpackt. Und zwar in dieser Geschenkverpackung. Das sieht da wirklich sehr, sehr schön aus. Und das Besondere dabei ist, dass es zu dieser Verpackung gibt es auch noch eine sehr schöne Zeichnung von der SS Frost. Und zwar sieht diese so aus. Ich finde es sehr schön, dass La Gueule de Nobrac so etwas gemacht hat oder dabei gelegt hat, denn so kann man auch wirklich sehen, wie damals ein solcher Luxusliner funktioniert hat, wo die Kabinen waren, wie der Aufbau war. Und wenn man sich schon für solches Taschenmesser entscheidet, finde ich gut, dass nicht mehr einfach irgendein Design, ein neues Design, das schön aussieht, entwickelt wird, sondern als Konzeptmesser gesehen wird. Das heißt also, das Design, die Materialien, die man dafür benutzt, die Farben, die man dafür nimmt und natürlich auch die Verpackung und die Zubehör Teile, sprich diese Zeichnung mit dabei liegt, sodass man wirklich ein gesamtes Konzept hat. Und das hat La Gueule de Nobrac wirklich hervorragend gemacht für alle Editionen, sprich auch für San Francisco Edition wie auch für die Porsche Edition. Da sind immer auch schöne Zeichnungen dabei, teilweise CDs dabei mit Originalansichten und Videos von den Produkten. Und das finde ich wirklich außergewöhnlich, dass man so als Gesamtpaket das Messer anbietet. Aber wie gesagt, schauen wir jetzt kurz mal das Taschenmesser aus, also die Produkte aus der Nähe an. Hier haben wir die drei Produkte. Wir haben einmal zwei Taschenmesser und einmal ein Sommelier. Und alle haben entsprechend Elemente aus dieser SS France, also in Anlehnung daran eingebaut. Wir haben zum Beispiel hier diese wunderschöne, außergewöhnliche Form. Das kann man da durchaus als die Bug vorne, die Spitze des Schiffes ansehen. Hier entsprechend das Ende des Schiffes. Und ich finde, wie das insgesamt gemacht wurde, finde ich wirklich total außergewöhnlich. Wenn man sich anguckt, auch die Klingenform ist wirklich sehr eigenartig, also ganz außerhalb von La Gueule Taschenmesser. La Gueule de Nobrac hat sich natürlich, wie der Name schon sagt, auf La Gueule Taschenmesser spezialisiert. Und auch hier haben wir eine ganz andere eigenständige Klingenform, entsprechend mit einem eigenständigen Design für den Griff. Als Materialien haben wir hier Corian Blau und Corian Weiß. Und hier haben wir Corian Blau mit Aluminium. Eine hochinteressante Kombination, die so sehr selten ist in dem Messerbau. Also ich habe nicht allzu viele Messer mit dieser außergewöhnlichen Kombination gesehen. Und bei dem Sommelier haben wir als Griffmaterial Mahagoni, um einfach zu erinnern, dass dieses Schiff SS France ein Luxusschiff war. Es war zwar als Liniendienst zwischen Amerika und Frankreich gedacht, dennoch sollte er ein luxuriöses Schiff sein und nicht einfach nur zum Transportieren der Menschen gedacht sein. Wenn man sich jetzt mal kurz die Masse anguckt, schauen wir uns mal hier die Größen. Wir haben hier eine Länge von 12 cm, das entspricht so den meisten La Gueule Taschenmesser auch. Ich vergleiche das natürlich immer wieder mit La Gueule Taschenmesser. Und hier haben wir 12,7, also ein bisschen länger. Und interessant ist natürlich auch der Rücken, die Breite des Rückens, finde ich. Und hier haben wir eine Größe von 1,6 cm. Genauso wie hier. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil Aluminium natürlich leichter zerkratzt. Hier haben wir 1,5 cm.
Ja, kommen wir jetzt mal zu dem ersten Taschenmesser. Das ist das Modell France 2. Wir haben hier, wie ich eben sagte, die Mischung aus Korian Weiß und Korian Blau. Das sind entsprechende Kunststoffe. Und sehr interessant finde ich ja diese große Niete hier vorne. Das ist sehr schön gestaltet. Sieht da vielleicht auch schon ein bisschen wie ein Schiff, wie ein Fisch. Oder wenn man es hier die Vorderseite des Schiffes sieht, könnte hier, sagen wir mal, die Stelle sein, wo die Anker heruntergelassen wird. Also kann man schon ein bisschen mit der Fantasie spielen. Und das finde ich immer interessant bei neuen Designs, dass man entsprechend seine eigene Fantasie freien Lauf lässt. Der Rücken ist auch schlicht gehalten, was bei so einem Schiff, finde ich, ja sehr passend ist. Und hier statt der Biene haben wir, würde ich sagen, so eine Art Schiff. Schiffprofil. Kann man sich angucken, als wenn das Schiff von vorne wäre. Ich hoffe, dass das kann man gut erkennen. Das ist vorne die Spitze und oben diese Öhrchen sind so typisch für oben für die, das fällt mir sehr, wo entsprechend die Schornsteine sind. Die hier waren hier bei der SS France so oben im oberen Bereich auch so mit Flügelchen versehen. Also diese Silhouette hier passt entsprechend zu dem Schiff von vorne gesehen. Wir haben hier entsprechend eine Klinge aus 12C27 Stahl. Und sehr interessant finde ich auch hier diese Nagelkerbe. Das ist ja praktisch gelocht. Das finde ich auch sehr außergewöhnlich. Und natürlich ist das Messer glänzend. Deswegen sieht man hier auch meine Fingerabdrücke. Finde ich aber nicht so weiter schlimm. Das kann man entsprechend ganz leicht wieder wegmachen. Jetzt ist er wieder weg. Und ich finde es sehr, sehr passend, ein solches Taschenmesser mit glänzenden Oberflächen, um einfach das Luxus oder diese Absicht des Luxusschiffes nochmal zu unterstreichen. Auch hier die drei Punkte im hinteren Bereich finde ich auch sehr interessant. Es ist einfach rein aus designtechnischen Gründen und das hat einfach was. Natürlich lässt sich das Messer sehr leicht öffnen und schließen. Der Schließmechanismus ist im Prinzip genauso wie beim Lagiol-Messer. Das ist hier oben diese Feder, die sich entsprechend nach oben biegt, wenn man das Messer öffnet. Und das hält nachher auch die Klinge geöffnet. Das zweite Taschenmesser France 1, das ist eine Kombination aus Korian Blau und entsprechend Aluminium. Und hier haben wir auch drei Nieten, die auch etwas tiefer sind, das heißt in der Mitte sind die hohl. Das finde ich ja wirklich sehr, sehr interessant, wie das hier gemacht haben. Und wie ich sagte, für mich sieht das hier aus wie das Ende des Schiffs, also sehr außergewöhnlich auch der Griff an sich. Und hier haben wir vier Löcher, kann man auch sehr gut sehen. In der Klinge, ich finde perforierte Klingen mit irgendwelchen Motiven, finde ich einfach auch nochmal außergewöhnlich. Die verändern nicht unbedingt wesentlich die Stabilität der Klinge. Das finde ich ja nicht so weiter schlimm und es sieht einfach optisch absolut außergewöhnlich. Auch hier haben wir die Schiffsform, wenn man sich das so anguckt von vorne als Silhouette statt der Biene und natürlich hochglanzpolierter Edelstahl in der Mitte und Aluminium an den Seiten. Hier kann man auch sehr gut sehen, das ist mal wieder meine Fingerabdrücke, die mache ich immer wieder mal weg, das ist ja nicht weiter schlimm. Und an dieser Stelle möchte ich noch mal kurz vielleicht auf den Unterschied zwischen Edelstahl und Aluminium eingehen. Aluminium rostet ja nicht, während Stahl in bestimmte Legierungen erst rostfrei gemacht wird. Aber der wesentliche Unterschied ist, dass Aluminium um fast 50% leichter als Stahl ist. Und das Besondere ist auch natürlich die Dichte und die Härte. Wir haben hier eine Dichte von ungefähr 2,7 Kilogramm pro Kubikdezimeter, eine komische Maßeinheit, aber hier geht es ja nicht um die Werte selber, sondern um den Vergleich. Während wir hier also eine Dichte beim Aluminium von 2,7 haben, haben wir bei Edelstahl 7,9. Das erklärt auf der einen Seite natürlich auch die Härte bzw. das Gewicht und die Härte. Also wir haben nach Brinell, hier haben wir eine Härte bei dem Edelstahl von 130
beim Aluminium, während beim Edelstahl von 655 ist. Hier geht es aber wieder nicht um die einzelnen Werte, sondern es geht einfach um die Größenordnung. Das heißt, es ist erheblich härter Edelstahl als Aluminium, was natürlich dazu führt, dass er auch im Endeffekt etwas leichter zerkratzt. Das heißt, das Produkt hier ist nagelneu. Ich habe es ja gerade mal ausgepackt und der weiß, wenn man sich das genau anguckt, hier und da so ganz leichte Kratzer. Das ist, wie schon sagte, dadurch bedingt, dass Aluminium an sich eine geringere Härte hat und somit wird er schon praktisch vom Hingucken etwas zerkratzt. Wenn man als Hochglanz nimmt, wenn man natürlich mattiert hätte, dann würde es natürlich nicht so leicht zerkratzen. Aber wie schon sagte, ich finde zu diesem Luxusschiff die Ausführung insgesamt als brillant viel wichtiger, als das natürlich bei Benutzen das Taschenmesser vielleicht hier und da einen Kratzer bekommt. Auch hier lässt sich das Taschenmesser natürlich extrem leicht schließen und öffnen. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Sommelier. Auch hier die Form ist sehr, sehr eigenwillig. Das ist ein bisschen wie das erste Taschenmesser, die France 2. Und das ist außergewöhnlich. Auch hier wollen wir wieder mit dem Auge, würde ich sagen, oder die Stelle, wo entsprechend die Anker heruntergelassen werden kann, je nachdem, wie du das sehen möchtest. Und hier haben wir diesen vorderen Bereich, entspricht einem Lagiol-Sommelier von Lagiol Nobrac. Die Benutzung ist natürlich einfach. Wir haben hier eine sehr lange Spirale mit 5 Windungen und somit lassen sie so gut wie alle Weinflaschen öffnen, die auch entsprechend einen langen Korken haben, während zum Beispiel bei den Taschenmessern mit einem Korkenzieher nur 3 Windungen haben und da lassen sich viele Weinflaschen nicht öffnen. Auch hier haben wir natürlich die Silhouette wieder von dem Schiff von vorne gesehen, als Biene, wenn man so möchte. Und ja, insgesamt auch hier ein sehr, sehr schönes Sommelier. Hier haben wir das Messerchen, um vorne das abzumachen, das Kunststoffbereich, damit man an den Kronkorken leichter kommt. Und dieses Mahagoni soll entsprechend auch erinnern an die luxuriöse Innenausstattung, auch gerade zum Beispiel im zweiten Lebenszyklus von dem SS France als Kreuzfahrtschiff. Wir haben hier also wirklich absolut außergewöhnliche und einmalige Sommelier- und Taschenmesser von Lagiol Nobrac. Und die lassen sich nicht so einfach mit einem Lagiol-Taschenmesser vergleichen. Und das finde ich einfach das Schöne bei einigen Schmieden, dass die nicht nur einfach das Traditionelle machen, sondern die Designer dort auch so kreativ sind, dass sie wirklich ganz neue Taschenmesser kreieren. Und natürlich ist es immer riskant, wenn man sich auf ein Lagiol-Messer eingeschossen hat, wie kommen absolut neue Kreationen an bei den Kunden. Aber wenn man die entsprechend emotional verbindet mit etwas, wie zum Beispiel dieser Golden Gate Bridge oder mit einem Porsche 911 oder in diesem Fall mit der SS France, dann bekommt das Taschenmesser einfach eine ganz andere Anmutung, eine ganz andere Symbolik, eine andere Wertigkeit und das berührt entsprechend mehr die Herzen. Und wenn es auch noch mal so schön designt ist, wie die Designer von Lagiol Nobrac das auch immer wieder schaffen, dann steht einem wirtschaftlichen Erfolg auch kaum was im Wege. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich produziere jede Woche 2 Videos und ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat, dieses Video, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und auch die Glocke entsprechend aktivierst, damit du entsprechend benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video einstelle. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.